Mexiko ist besonders für eine Speise bekannt, Tacos. Und genau das wird es heute bei mir geben, Freunde. Aber diesen werden wir heute ganz anders zubereiten. Nicht wie der, den es halt üblich in Mexiko gibt oder auch bekannt ist. Heute machen wir Taco auf meine Art und Weise. Mittlerweile ist es auch einer meiner Lieblingsspeisen geworden. Aber als erster Stelle steht immer noch Burger und dann kommt Tacos. Wenn ihr auf die andere Tacos-Variante Lust habt, beziehungsweise auf die authentische Weise, dann einfach oben links auf die Infokarte klicken oder oben rechts oder in die Infobox schauen. Da habe ich das Taco-Video. Ja, ich würde sagen, abonnieren, Daumen nach oben lassen, aktiviert die Glocke, kommentiert auch, was ihr Bock habt und ab geht's. Kommen wir auch schon zu der ersten Sache. Dann brauchen wir erstmal hier Putenfleisch. Genau, ich mache es mit Putenfleisch, nicht mit Hackfleisch. Und zu den Zutaten kommt ja auch alles in meiner Infobox. Findet ihr die ganzen Zutaten. Und ich würde sagen, wir packen uns jetzt hier das Putenfleisch. Einmal hier schön fertig vorgeschnitten, alles schon sauber gemacht. Und jetzt packen wir uns einen Topf mit Wasser. Topf mit Wasser auch fertig. Jetzt kommt das ganze Putenfleisch hier rein. So. Und das lassen wir circa bis eine Stunde aufkochen auf mittlere Temperatur. Wie ihr sehen könnt, habe ich das jetzt hier draufgelegt. Es wird jetzt gekocht, Leute. Und mehr gibt es auch Großartiges nichts zu machen. Jetzt packen wir uns Mehl, Leute. Und die genaue Mengenangabe, wie immer, findet ihr in meiner Infobox. Das ist einmal, zweimal. So, hermanos, hermanitas, brauchen wir Zucker. Gefolgt vom Salz, sorry. Und noch Öl. Und die letzte Zutat ist 300 Milliliter kochendes Wasser. Aber das geben wir jetzt nicht hier hinzu, sondern müssen wir kurz wechseln, hier rein. Das muss jetzt gemixt werden. Und das fangen wir jetzt an, hier so langsam schon mal drehen zu lassen. Währenddessen kippen wir das kochende Wasser rein. So sieht es fertig aus. Den Rest kneten wir uns auch mit der Hand. Dann packen wir uns diesen Spachtel oder wie man das hier nennt, dieses, keine Ahnung, wie man das genau nennt. Seht ihr, was ich jetzt mache? Mal hier rausholen. So, jetzt packen wir uns Mehl und machen daraus eine Kugel. So, Freunde, so soll es am Ende aussehen. Und dann packen wir uns eine Frischhaltefolie hier rein. Ich hoffe, das passt. Ah, gerade noch. Bisschen eng. So, könnt ihr hier wieder ein bisschen reinmachen. Zumachen. Denn das muss auch noch mal für eine halbe Stunde ins Kühlschrank, damit es ein bisschen schön fest wird und zusammengezogen wird. Unser Teig ist fertig im Kühlschrank. Auf den müssen wir noch warten. Auf unser Fleisch warten wir auch noch natürlich. So, Freunde, und jetzt kommen wir zum Belag. Salat, Tomaten, rote Zwiebel. Und ja, und danach kommt noch die Spezialsoße. Warum redest du viel mit den Händen? Wir machen auf jeden Fall jetzt unseren Belag, Spezialsoße. Und die Spezialsoße sorgt dafür, dass es mein eigenes Rezept ist. Wir fangen an mit Salat. Ein paar Blätter hier drauf. Natürlich wird das hier erstmal gewaschen. Die Dusche ist fertig. Okay, das machen wir jetzt schön klein. So, die Tomate, hermana, hermanitas. So. So. Okay, Tomaten auch fertig. Red Onion, das darf nicht fehlen. Ich schneide das mal hier ab, okay? Versuchen wir, dass wir die Schale rausbekommen. Entschälen oder so. Keine Ahnung. So sieht die Zwiebel am Ende aus. Dann machen wir den hier, Leute. So. Ja, ihr guckt schon her, was macht der da? Okay, der Kopf ist jetzt dran. Jetzt, wenn ich den hier mache. Guck mal, was für schöne Würfel kommen. Guck mal, wie schön klein. So, und das machen wir jetzt mit der ganzen Zwiebel hier. Und so, das ist auch so ein kleiner Topping, was über den Taco kommt. Und der ist jetzt auch fertig. Die Soße ist die, da wo ich sage, das ist mein eigenes Rezept, weil Taco wird mit dieser Soße nicht gegessen. Aber diese Kombination, die ich machen werde, und ihr müsst die unbedingt nachmachen, wirklich unbedingt. Jetzt zeige ich euch noch die Soße und danach gehen wir rüber zum Teig und zum Fleisch. Das ist unsere Soße. Die ist auch jetzt fertig. So, unser Fleisch ist fertig. So sieht das Endresultat aus, wenn das Fleisch fertig ist. Das Wasser gießen wir jetzt ab, spülen das aus, kaltem Wasser und lassen es ein bisschen mit kaltem Wasser noch drin, dass das Fleisch schön kalt wird. So, das ist unser Teig, Freunde. Unser Teig ist jetzt, wie ihr sehen könnt, auch schon ready. Okay, so sieht es auch aus dann. So, jetzt kommen die zu rechten Kugeln und danach werden wir die schön einkugeln. Danach werden die auch schon auf die Pfanne gelegt. Wenn ihr so eine Spachtel habt, das ist gut. So, ein, so. Einmal hier schön abschneiden, eine Kugel ein. Und das müssen wir jetzt flach machen, also ausdehnen. Ne? Tortillas Wrap machen wir jetzt raus.
Also ich persönlich mache es immer vorher mit den Händen und danach kommt der Teigroller oder wie man das auch nennt. Ein Gibbing. Okay, wie ihr sehen könnt, habe ich die Pfanne schon hier. Die Pfanne ist vollgeheizt auf mittlere Temperatur. Und ja, das Wichtige ist, dass hier kein Öl drauf kommt, okay? Und direkt daneben habe ich einen Teller mit einem nassen Küchentuch. Das ist sehr wichtig, dass der feucht und nass ist. Sobald unsere Tortilla Wraps fertig sind, kommen die auf dem Küchentuch und zugedeckt, damit das schön weich bleibt. So, wie ihr sehen könnt, habe ich 2 oder 3 Stück vorbereitet. Und die werde ich jetzt alle so machen. So, das ist schon heiß genug. Jetzt kommt das hier drauf. So, wie ihr sehen könnt, einmal kurz zeigen. Hier ist auch fertig, haben wir uns. Und dann kommt das hier drauf. Und einfach direkt zudecken. Und jedes Mal, wenn wir ein neues kommen, auf, rein, zu, der Zeit. Und das mache ich jetzt weiter mit mehreren Leuten. So, Freunde, hier kommen wir auch schon zum letzten Tortilla. Ich weiß, unser Form oder beziehungsweise der Form, das, ach, egal, ihr wisst, was ich meine. Ist zwar jetzt nicht so schön rund, aber wir haben es. Ich habe die ganzen anderen drauf. Ihr macht das hier schön zu. Ist noch schön feucht. Wird ihr schön abdecken, dass es schön weich bleibt. So, und dann sind wir auch fertig. So, Tortillas sind auch fertig, Leute. Jetzt geht's ran ans Fleisch. Ich freue mich einfach auf das letzte Teil des Videos. Einfach nur essen. Und hier ist auch das Fleisch fertig, abgekühlt und so, alles was dazugehört. Genau, was wir damit machen ist jetzt, Freunde, einfach, ihr packt euch ein Messer und macht das so, oder ich mach's hier, einfach mit den Händen. Schön alles klein und fein gemacht. Es ist klein, Leute, das packen wir jetzt zur Seite und packen uns eine Zwiebel. Das hat jetzt gerade nicht so geklappt, aber ein paar schöne Würfel draus machen. Muss jetzt nicht so perfekt sein. Die werden eh nur angebraten. Die Zwiebeln sind fertig. Jetzt kommen wir zum nächsten Step. Die Pfanne wird wieder gepackt. Die wird auf mittlere Temperatur jetzt angemacht. Und da kommen jetzt die Zwiebel rein. Dann machen wir Öl rein. Die genaue Mengenangabe bekommt ihr auch wieder in der Infobox. Aber es kommt darauf an, wie viel Mengen ihr am Fleisch benutzt. An den Mengen kommt dann auch die Gewürze, kommen dann auch die Gewürze rein. Sie packen jetzt einmal hier Koriander. Kreuzkümmel. Diese 4 Sachen, Öl, Zwiebel, Koriander, Kreuzkümmel, lassen wir jetzt schön anbraten. Bei der Sache, Leute, ist es so, ich kann euch eine Menge eingeben von den Gramm, was ich da reingegeben habe. Aber wie gesagt, es ist wieder eine Geschmackssache. Vielleicht magst du ein bisschen mehr, der andere weniger. Deswegen würde ich sagen, macht rein, wie viel ihr denkt. Wenn ihr mehr wollt, gebt halt ein bisschen mehr rein, je nach Geschmack. Und so habt ihr dann euer Sache. Also es muss auf jeden Fall mehr Kreuzkümmelgeschmack drin haben. Das dürft ihr nicht vergessen. Und jetzt können wir auch schon das Fleisch hier reintun, reinkippen. Ja, das wird nochmal Öl rein, damit das nicht so austrocknet. Jetzt kommen wir zu der nächsten Zutat, Freunde, und das ist einmal hier Tomatenmark. So, wir brauchen nicht so viel, das darf nicht so flüssig werden. Das muss immer noch eine Paste sein. Die üblichen Gewürze kommen auf jeden Fall noch rein. Das ist Salz. Pfeffer. Jetzt kommt noch Kreuzkümmel rein, noch ein bisschen. So, Freunde, unser Fleisch ist jetzt hier fertig. Jetzt kommen wir zum besten Teil. Belegen und essen. 1, 2, 3. Das sind meine selbstgemachte Tacos mit Hähnchenfleisch. Meine Spezialsoße und ja, das auf jeden Fall oben rechts noch einmal ein Video einblenden, wie ich das hier belegt habe, reihenfolgemäßig. Oh mein Gott, ich freue mich so, ne? Guck mal, wie geil das aussieht. Diese Zwiebeln, ne? Die geben so schön Farbe, ne? Das sieht so einfach wow. Und jetzt packe ich, ich weiß gar nicht, oh mein Gott, hier. Einmal schön die Mette drauf. Jetzt können wir zuklappen. So, na. Muy bien, wirklich. Also vertraut mir, unbedingt nachmachen, wirklich unbedingt. Also lasst kräftig Liebe da, Daumen nach oben, abonnieren, aktiviert die Glocke, kommentiert auch, was ihr Bock habt und lasst kräftig Liebe da, Leute. Oh mein Gott, es wird, wir sehen uns.